Ich zeige dir heute in diesem Video die 10 besten TRX-Armübungen für TRX-Anfänger. Es geht also vor allen Dingen um deinen Bizeps und deinen Trizeps. Wenn du das erste Mal jetzt mit mir trainierst, ich bin Kerstin und ich zeige dir, dass du überall trainieren kannst, egal ob im Park so wie ich oder zu Hause im Wohnzimmer. Zieh dir den TRX so, dass die Rollen knapp oberhalb bei dir vom Knie sind. Und die erste Übung, die ich dir zeigen möchte, sind die Bicep Curls. Dazu hast du die Füße leicht geöffnet. Du startest so, dass die Arme ausgestreckt sind und deine Handflächen zur Decke zeigen und die Schultern ganz locker sind. Du beugst deine Arme und achtest darauf, dass deine Ellenbogen jetzt nach vorne zu deinem Anker zeigen. Also das heißt, was falsch ist, ist, wenn die Ellenbogen nach unten absinken, sondern sie schauen immer nach vorne. Schultern sind weg von den Ohren. Und jetzt gehst du einfach nach vorne und nach hinten, ziehst die Fingerspitzen Richtung Schultern, achtest darauf, dass dein Rücken ganz gerade ist, dein Bauch schön angespannt. Und wenn du dich beim TRX-Training bei dieser Übung mehr anstrengen möchtest, dann gehst du einfach mit den Füßen ein bisschen nach vorne, stehst dann steiler da und dein Bizeps muss sofort viel mehr arbeiten. In der nächsten Übung geht es ebenfalls um deinen Bizeps und natürlich auch um deine Schultern. Und dazu hast du wieder deine Füße leicht geöffnet. Startest ähnlich wie bei der Übung davor, also Handflächen schauen zur Decke, Arme sind ausgestreckt und dieses Mal ziehst du die Arme nach hinten. Also das ist ein Reverse Grip Row, also Schultern, Rücken müssen definitiv hier auch mitarbeiten. Du ziehst nach oben und nach unten und achtest wirklich darauf, dass deine Handflächen immer schön zur Decke zeigen, ja, denn dann arbeiten die Arme etwas mehr. Vielleicht kannst du dich bei der Übung ein bisschen steiler hinstellen als beim Bizeps davor. Achtest natürlich wieder darauf, dass deine Schultern entspannt bleiben, der Rücken aufrecht, Bauch angespannt. Das ist eigentlich immer das Gleiche beim TRX-Training. Ja, wenn du das mal verstanden hast, dann klappen die Übungen eigentlich super. Wir bleiben auch mit der dritten Übung beim Bizeps und zwar startest du dieses Mal so, dass du wieder die Füße leicht geöffnet hast. Schultern sind natürlich wieder entspannt und dieses Mal schauen sich deine Handflächen aber an. Also Handflächen zeigen nach innen. Jetzt zieh dich nach oben und dann kreuze deine Arme vor deinem Körper. Der eine Arm ist oben, der andere ist unten. Und dann gleite wieder nach hinten. Jetzt wechsel den Arm. Also der andere Arm ist oben. Du ziehst quasi deine Hände zur gegenüberliegenden Schulter. Achtest ein bisschen darauf, wenn du nach oben gehst, dass du hier den TRX nicht zu locker lässt. Ja, also meiner ist jetzt deutlich zu locker für die Übung. Wir wollen immer so hoch kommen, dass der hier noch schön straff gespannt ist. Und dann zieh einfach ordentlich vor dem Körper die Hände vorbei. Mit der nächsten Übung geht es ein bisschen mehr um die Schultern und die Armrückseite. Und zwar startest du wieder mit leicht geöffneten Füßen, die gleiche Haltung wie bisher. Streckst die Arme wieder schön aus und drehst aber dieses Mal deine Handflächen Richtung Boden. Und jetzt ziehst du deine Ellenbogen nach hinten. Also du ziehst richtig schön deine Schulterblätter zueinander und dann gleitest du langsam wieder zurück. Achte ein bisschen darauf, wenn du nach hinten gleitest, dass deine Schultern stabil bleiben. Also was ich damit meine, ist das Gegenteil von diesem hier. Ja, jetzt hänge ich richtig in den Schultern raus, das wollen wir nicht. Also zieh dich immer so ein bisschen in eine gute Haltung, dass die Schultern da bleiben, wo sie sind und sich hier nicht aus dem Schultergelenk rauslösen. Ja, also Brust immer nach vorne schieben. Und dann ziehst du dich einfach hoch und gleitest mit ganz viel Körperspannung und einer guten Haltung vor und zurück. Und hier darfst du wirklich, auch wenn du dich hochziehst, die Ellenbogen richtig weit nach hinten ziehen, dass auch dein oberer Rücken-Nackenbereich was von der Übung noch hat. Wir machen weiter mit einer kleinen Kombination. Und zwar ist der erste Teil die Übung, die wir gerade eben schon hatten. Die kennst du ja schon. Also das Rudern mit hohen Armen. Das machst du einmal. Dann gleitest du wieder zurück, drehst deine Hände nach innen
und ziehst jetzt die Ellenbogen Richtung Körper. Gleite wieder zurück, dreh die Hände nach unten, rudern mit hohen Ellenbogen, gleite zurück, dreh die Handflächen nach innen und zieh dann die Ellenbogen Richtung Körper. Also das kann man, wenn man so ein bisschen geübt ist, alles schön in Kombination auch voneinander machen, so wie eben diese Übung. Achte aber darauf, wenn du die Kombi machst. Ich mache sie jetzt so, wie gesagt, dass die Handflächen nach innen zeigen. Wir hatten vorhin schon die Übung, dass die Handflächen zur Decke zeigen. Ja, du kannst auch hiermit kombinieren. Das ist alles definitiv gut möglich. Da sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wir kommen in eine meiner Lieblingsübungen für die Arme und für den Rücken und das ist die I-Position. Gleicher Start wie immer. Du lässt die Arme nach hinten gleiten und hast die Handflächen zum Boden schauen. Schultern sind natürlich wie vorher auch schon stabil und stark. Und jetzt ziehst du dich mit der Kraft, die du in deinen Armen und deinem Rücken hast, nach oben Richtung Decke. Hier ist wichtig, dass du den TRX immer unter Spannung hast. Also was du nicht machen möchtest, zeigst dir in der nächsten Wiederholung, ist hier so weit nach vorne kommen, dass dein TRX hier anfängt zu schlackern. Die Hände sind, wenn du oben bist, in Verlängerung deiner Schultern und du gleitest einfach hier zurück, hast immer noch eine schöne, gerade, aufrechte Körperhaltung. Und wenn du nach oben kommst, noch eine Sache, die du beachten solltest, du schiebst dich nicht mit deiner Hüfte nach vorne. Ja? Falsche Muskulatur, die hier arbeiten soll, denn du möchtest ja, dass dein Oberkörper arbeitet und deswegen nutze auch die Muskeln, die du hier hinten hast und zieh dich damit kraftvoll nach oben. Jetzt ziehen wir den TRX ein bisschen nach unten, sodass die Rollen knapp unterhalb von deinem Knie sind. Die nächste Übung ist speziell für den Trizeps und du hast die Möglichkeit, dich etwas leichter mit versetzten Füßen hinzustellen oder für mehr Intensität deine Füße nebeneinander zu lassen. Wir starten jetzt erstmal mit versetzten Füßen. Ellenbogen sind nah am Körper, Handflächen schauen zur Decke und du möchtest jetzt deine Arme ausstrecken. Also da muss man am Anfang erst nochmal schauen, wie man seine Füße am besten positioniert. Vielleicht hast du auch das Gefühl, du musst den TRX nochmal für dich, für deine Körpergröße ein bisschen verändern von der Länge her. Auf alle Fälle streckst du deine Arme aus und beugst dann die Arme wieder. Also die ist von der Technik her nicht so ganz leicht. Am Endeffekt sind deine Arme fast gestreckt, Handflächen schauen weg von dir. Du hast eine gute aufrechte Haltung. Und wenn du zurückgehst, beugst du deine Arme, lässt aber die Ellenbogen nah am Körper. Also die sind jetzt nicht hier vorne weg von dir, sondern immer noch nah bei dir. Und dann streck dich einfach aus. Huch, ja, wenn man nicht aufpasst, hat man schon sein Gleichgewicht verloren. Also es passiert total schnell. Also hier wirklich achten, TRX bleibt unter Spannung. Deine Körperhaltung ist ganz gerade. Und du kannst natürlich auch mal den anderen Fuß dann dazu nehmen, dass du einfach ja, zwei Seiten auch von deinen Beinen in Sachen Gleichgewicht trainierst. Wir machen weiter mit einer ganz klassischen TRX-Armübung und zwar den Liegestütz. Dazu drehst du dich um, nimmst die Hände auf die Rollen, hast die Füße leicht geöffnet und startest so, dass die Hände etwas unterhalb deiner Schultern sind. Handgelenke sind ganz gerade, Bauch ist angespannt und jetzt kommst du mit dem ganzen Körper nach vorne und drückst dich wieder zurück. Und du siehst schon, meine Hände bleiben immer auf der gleichen Stelle, also ich bewege sie nicht vom Fleck. Und komme mit dem Oberkörper so weit nach vorne, dass meine Ellenbogen knapp hinter meiner Schulter sind. Also das hier ist zu weit, dann hänge ich einfach in den Seilen drin. Deswegen stoppe die Bewegung, wenn du hier so mit dem Ellenbogen, wie gesagt, hinter der Schulter ein bisschen bist. Und dann drücke dich wieder in die ausgestreckte Armhaltung zurück. Am Anfang ist es sicherlich sinnvoll, wenn du dich ein bisschen aufrechter hinstellst. Und wenn du dann mehr Kraft hast, dann kannst du natürlich versuchen, dich steiler hinzustellen, ganz klar. Aber immer darauf achten, dass du dann, wenn du steiler stehst, nicht den Po rausstreckst oder Hohlkreuz machst oder sonst irgendwas. Also halte immer schön diese gerade Haltung, die wir im TRX-Training ja haben wollen. Und dann mach hier deine Schulter-
und Armübung. Der TRX kommt jetzt als nächstes unter deine Achseln. Also halte ihn so, dass er ganz locker unter deinen Armen liegt. Die Handflächen zeigen nach innen und auch hier sind deine Handgelenke schön gerade ausgerichtet. Bauch angespannt und jetzt kommst du mit deinem ganzen Körper nach vorne und nach hinten. Also du drückst dich quasi mit der Kraft in deiner Oberarmrückseite mit deinem Trizeps wieder nach oben zurück. Achtest immer darauf, dass der TRX unter deinen Armen ganz locker durchgleiten kann, hier nicht einschneidet, ja, das ist sonst super unangenehm. Und dass du natürlich wie bei allen Übungen eine gerade Haltung hast. Wenn die Arme sich beugen, kannst du ein bisschen die Brust öffnen und natürlich auch hier wieder nicht bis ans Ende gehen, also hier nicht in die Seile reinhängen, sondern stoppen, wenn der TRX noch ganz locker neben dir ist und die Rollen etwa so auf Brusthöhe sind. Und dann wechselst du deine Bewegungsrichtung. Als Übung Nummer 10 der 10 besten TRX-Armübungen nimmst du jetzt beide Schlaufen zusammen, stehst seitlich zum TRX und legst die innere Hand an den TRX hin und stellst dich jetzt so hin, dass dein äußerer Fuß vorne ist, dein innerer Fuß steht hinten. Die freie Hand kannst du hängen lassen oder an die Taille einstützen, was dir besser zusagt. Du startest mit einer schönen aufrechten Haltung. Deine Hand zeigt Richtung Schulter und jetzt gleitest du nach außen, ziehst dich nach oben und schiebst dann den Arm zur Decke. Also das ist eine Übung, da möchte man nicht zu steil stehen am Anfang, sondern eher etwas aufrechter, ja, sodass die Hand hier noch ein kleines bisschen Platz hat zur Schulter. Also du gleitest nach außen, dein ganzer Körper bleibt eine schöne lange Linie. Du fällst auch nicht in irgendwelche Richtungen, ja, nach vorne oder nach hinten, wenn du zur Seite gleitest. Und auch hier an der Seite schaut meine Hand noch zur Decke nach oben. Ich ziehe mich hoch, Ellenbogen bleibt nah am Körper. Und jetzt, damit die Hand ein bisschen Pause hat, schieben wir sie nochmal zur Decke. Ja, also das Wichtigste ist wirklich hier diese lange Linie, die du im Körper immer hast. Deswegen Bauch gut anziehen. Und natürlich gibt es dann auch die zweite Seite danach. Also dreh dich einfach um. Ich hoffe, bei diesen 10 TRX-Armübungen war auch für dich noch was Neues mit dabei. Wenn du komplett am Anfang deines TRX-Trainings stehst, dann komm am besten in mein TRX-Einsteigerprogramm. Den Link dazu findest du unten und wir trainieren 6 Wochen gemeinsam. Ich gebe dir Übungen speziell für dich an die Hand, die du dann machen kannst, wann immer und wo auch immer du Lust und Zeit hast. Oder wenn du schon ein bisschen länger trainierst, dann bist du herzlich eingeladen in meinen wöchentlichen TRX Live Online-Kurs. Auch dazu findest du den Link unten in der Description. Ich freue mich auf unser nächstes richtiges Training. Andere Links findest du hier oben in der Playlist. Bis bald. Tschüss, deine Kerstin. Soll ich das einfach als arabischen Flavor mit reinnehmen? Ja, mach mal einfach. Okay. Weiter geht's mit den Liegestützen und Musik im Hintergrund. Dreh dich dafür einmal um.